Hallo zusammen, mein Name ist Jochen, ich bin Cloud Native Consultant bei 56k Cloud in der Schweiz. Und heute möchte ich euch erklären, wie ihr eure Docker-Images bereitstellen könnt für mehrere Prozessorarchitekturen und dies mit der GitLab CI/CD zu automatisieren. Doch zunächst die Frage, warum solltet ihr eure Applikation überhaupt für ARM oder andere Prozessorarchitekturen zur Verfügung stellen? Mit Smartphones und IoT-Geräten hat sich ARM einen sehr großen Marktanteil verschafft und auch in die Cloud-Rechenzentren von AWS oder von Google haben sie inzwischen den Weg gefunden. Und hierfür muss man dann eben die Applikation bereitstellen bzw. kompilieren, damit diese auf diesen Prozessoren laufen kann und die Vorteile dieser Prozessoren auch ausnutzen kann. Ich möchte nun in den folgenden Minuten euch erklären, anhand eines Beispiels, was ich gemacht habe, beziehungsweise die Schritte, die ich unternommen habe, um ein Docker-Image, das wir verwenden, bereitgestellt zu haben, beziehungsweise so umgebaut habe, damit es eben auf ARM-Prozessoren auch laufen kann. Eben zunächst gehe ich auf das Docker-File ein, welche Änderungen ich in diesem Docker-File gemacht habe. Dann gehe ich kurz oder zeige ich euch kurz das Makefile, was ich hier gemacht habe. Generell bevorzuge ich oft auch den ganzen Automatismus in Makefiles zu schreiben, da es dies mir eben erlaubt, dies lokal zu testen und alle Entwicklung lokal zu machen und dann eben später in der CI/CD-Pipeline eben die gleichen Befehle auszuführen, die ich davor lokal getestet habe. Und am Schluss zeige ich euch noch, wie das CI/CD-YAML von GitLab aufgebaut ist, um eben dann die Schritte zu automatisieren. So, gehen wir nun in den Code. Eben, hier sind wir in einem öffentlichen Repository von uns, von 56k Cloud. Den Link dazu werdet ihr unten in der Beschreibung finden. Hier haben wir eben ein Verzeichnis, das das Dockerfile enthält für unseres Image. Und wenn wir uns das Dockerfile einmal anschauen, ist das eigentlich sehr simpel. Wir machen das Dockerfile basierend auf Docker, weil wir eben auch Docker brauchen. Haben dann zwei Variablen, denen das File übergeben werden. Eben einerseits die Terraform-Datei, so eine Applikation, die wir hier installieren wollen, ist Terraform und die URL, von wo wir das holen. Der Grund dahinter, warum wir das so machen, erkläre ich euch, wenn wir im Makefile sind. Dann haben wir zwei Run-Befehle. Hier dieser Run-Befehl installiert verschiedene Pakete und wie ihr seht, sind hier keine ARM-spezifischen und x86-spezifischen Eigenschaften vorhanden. Das heißt, wenn man die normale Linux-Repositories verwenden kann, ist es oft schon so, dass viele, vor allem von den großen Applikationen oder von den großen Softwareanbietern, eben schon Pakete bereitgestellt werden, die für sämtliche Architekturen gebaut wurden. Sollte das einmal nicht der Fall sein, dann würde eben dieser Befehl fehlschlagen und euch die Fehlermeldung geben, okay, dieses Paket ist für diese Architektur nicht zur Verfügung. Und dann müsst ihr eben auf eine andere Art und Weise das Programm installieren. Das ist auch, was wir hier mit Terraform gemacht haben. Wir brauchten hier eine spezifische Version, die wir nicht über den Paketmanager installieren konnten. Und deswegen haben wir eben mit WGET direkt die ZIP-Datei heruntergeladen, entpackt und an den entsprechenden Ort im Dateisystem gelegt, damit diese dann auch ausgeführt werden kann. Dann kommen wir zum Makefile. Im Makefile selber haben wir eben die Variablen, die wir dann später an das Dockerfile übergeben. Einerseits haben wir die URL. Hier eben brauchen wir die sehr spezifische Version dafür und dann die Dateien zeigen jeweils auf eine x86-spezifische Datei und auf eine ARM64-spezifische Datei.
Und dann haben wir zwei Build-Targets. Einerseits das Build-Target für die x86-Variante und ein Build-Target für die ARM-Variante. Diese beiden Befehle sind identisch oder fast identisch, mit dem Unterschied, dass wir einerseits die Plattform eben hier AMD 64 verwenden für eine 64-Bit x86-Architektur oder eben die entsprechende ARM-Variante. Dann übergeben wir noch die Argumente, eben die URL und die Dateinamen. Und am Schluss seht ihr noch, mit minus Tag geben wir noch ein architekturspezifisches Tag an. Und das letzte Target, das wir haben, ist das Build-Manifest-Target. In diesem bauen wir das Manifest, welches die ganze Information für das Docker-Image enthält, also welche Architekturen sind verfügbar und die entsprechenden Images. Hierzu kann man den Docker Manifest Create Befehl verwenden. Hier gibt man eben ein generalisiertes Image und Image Tag an und in einem Array dahinter dann die Liste aller architekturspezifischen Docker Images. Und zu guter Letzt pusht man noch das Manifest an die entsprechende Container Registry. Bei den oberen beiden Befehlen haben wir auch den Push-Befehl. Das heißt, wir bauen das Image lokal und pushen es direkt hoch. Somit sind, nachdem wir dann auch das Manifest gepusht haben, eben sämtliche Informationen in der Registry verfügbar. Und jemand, der dann das entsprechende Image pullt, hat dann Zugriff auf beide Varianten. Und zu guter Letzt schauen wir uns noch die GitLab CI/CD-Konfiguration an. Hier haben wir eben einerseits den Service Docker, weil wir eben Docker in Docker, weil wir eben die Docker-Images bauen. Dann im Before-Script loggen wir uns noch in die Container Registry ein. Wenn ihr den Artikel von mir gelesen habt, wo ich das gleiche beschreibe, seht ihr eventuell noch, dass hier vorher mehrere Befehle waren. Jedoch das Gute ist, da sich Docker ja immer weiterentwickelt, wurden viele von den Funktionalitäten, die man zuvor noch separat installieren musste, inzwischen in Docker übernommen, was das Ganze ein bisschen einfacher macht. Dann der Job an sich ist relativ simpel aufgebaut. Eben wir haben ein paar Variablen, einerseits das Verzeichnis, und dann der Name vom Image, beziehungsweise ja hier die URL von der Image Registry und der Name. Und dann zu guter Letzt im Script rufen wir die entsprechenden Targets auf, eben das Bauen der beiden Images und das Bauen und Pushen des Manifests an die Registry. Und hier sieht ihr auch direkt noch einmal den Vorteil, wenn man Makefiles oder andere Skripte verwendet. Das heißt, der wirklich komplizierte Teil des Workflows ist in einem Skript hinterlegt und man kann dies wirklich lokal auch testen. Und wenn man es quasi hier alles schreiben würde, ja, wäre das Testen der einzelnen Befehle immer mühsam, weil man die Änderungen schreiben, committen müsste, warten, bis die Pipeline durchgelaufen ist oder fehlgeschlagen ist und dann kann man erst mit der nächsten Iteration anfangen. Und die letzten drei Zeilen geben hier dann schließlich noch an, dass eben dieser Job nur läuft, wenn es eben Änderungen im Docker, AWS Docker-Verzeichnis gegeben hat. So, dann kommen wir noch zum Schluss zur Zusammenfassung, was ich euch gezeigt habe. Eben, ich habe euch gezeigt, wie man ein Docker-Image bauen kann und dies für mehrere Prozessorarchitekturen zur Verfügung stellen kann. Eben die zwei Wege, einerseits mit dem Standardweg und dem besseren Weg über das Linux-Repository, was leider nicht immer geht, da noch nicht alle Applikationen und Systeme für verschiedene Prozessorarchitekturen zur Verfügung gestellt sind. Oder auch man, wie in unserem Fall, den Weg gehen muss, dass die spezifische Version, die wir installieren müssen, nicht mehr im Repository zur Verfügung stellt und man deswegen dann
es manuell machen muss und dann eben auch unterscheiden muss im Dockerfile beziehungsweise über Variablen, was Teil des Dockerfiles werden soll. Dann habe ich gezeigt, wie man dann GitLab CI/CD konfiguriert, um die Images dann zu bauen und eben an die entsprechende Container Registry zu schicken. Vielen Dank für euer Interesse und für das Anschauen des Videos. Solltet ihr Fragen haben, könnt ihr diese gerne in den Kommentaren unten stellen oder mich über E-Mail oder auf sozialen Medien gerne kontaktieren.